Hallöchen und willkommen, meine Damen und Herren, zurück bei Dark Souls Nummer 3, wo wir jetzt mittlerweile schon dieses kleine Leuchtfeuer hier haben, wo wir uns auch, wenn ich denn wollen würde, in das neue Gebiet teleportieren könnte. Aber das will ich ja noch gar nicht. Ich will nämlich zuerst mal zu den einen Typen, der da oben auf dem Thron hockt. Mit dem möchte ich gerne noch ein kleines Gespräch führen. Und ja, mich überhaupt hier noch ein bisschen im Schrein umgucken. Denn draußen gibt es ja auch noch ein bisschen was zum Erkunden. Aber zuerst mal, wer bist du eigentlich? Lutleth. Look not in bewilderment, as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charmed corpse. This sad cadaver, you need to be coy. Have a closer look. Was mir gerade bei dem Typen auffällt, der hat keine Beine mehr. Tja, wie er die wohl verloren hat, das werde ich ihn jetzt gleich mal fragen. Nein. Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is. I became a Lord of Cinder. I may be but small, but I will die a Colossus. Ah, er hat also das gemacht, was wir eigentlich im Prinzip auch schon in den ersten beiden Teilen gemacht haben. Nämlich das Feuer wieder entzünden. Okay, und er wiederholt sich. Und mehr kann ich bei dir auch schon nicht mehr machen. Na gut, dann tschüss, wir sehen uns wieder. Sicherlich irgendwann. So, jetzt noch die Frage. Was gibt es hier noch? War ich hier schon mal drin? Da falle ich ja nach unten. Hopp. Ach, und jetzt kann ich hier unten durch. Okay. Bringt mir nicht so mega viel. Ich glaube auch nur, wenn ich dann noch weiter nach unten springe, dann komme ich nur wieder da hinten beim Schmied raus. Ich glaube, das ist der einzige Sinn und Zweck hier. Aber na gut. Gucken wir noch, was haben wir hier. Vielleicht versteckt sich hier irgendwas. Nein? Oh, aber da ist irgendwas eingeritzt. Eingravierten Text lesen. Der heilige König Lothric. Letzte Hoffnung seiner Linie. Aha, der sollte wohl, schätze ich mal, grob hier sitzen. Tut er aber nicht. Der Motherfucker. Wo ist er nur hin? Wo? Hier geht's auch? Geht das bei Ihnen? Jorm der Riese. Aus der gottlosen Hauptstadt. Die gottlose Hauptstadt. Anolondo? Könnte möglich sein, oder? Die Wächter des Abgrunds? Das klingt ja irgendwie nach mehreren. Wie sollten die alle auf einem Thron Platz nehmen? Setzen sie sich gegenseitig auf den Schoß? Das geht ja gar nicht. Der heilige Aldrich des Abgrunds. Mann, das sind ja alles so richtig optimistische Namen hier. Mega geil. So, ich will jetzt noch... Gab es da oben vielleicht noch irgendwie irgendwas, das ich vielleicht noch nicht gesehen habe? Ach, hier kann ich auch nach draußen gehen. Aha. Aha. Hier ist aber nichts. Vielleicht versteckte Wand? Nein. Oh, schade. So, dann blicken wir gleich mal hier nach draußen. Gut. Untersuchen. Ein Riesenbaumsamen. Noch nicht gefallen. Ach, das ist einer der Riesen. Das fällt mir erst jetzt auf. Die man ja aus dem zweiten Teil kennt. Aha, aha. Aha. Oh, Item, hallo. Eine Seele, okay. Und da wäre eine Leiter, aber da komme ich nicht ran. Ups. Hier ist dicht, natürlich. Wobei, es hatte ja auch diese eine Tante da unten, die hatte ja auch einen Schlüssel für mich. Der kostet mir aber 20.000 Seelen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und die habe ich momentan noch nicht. Ich habe 800. Nicht so mega viel.
Gucke ich aber trotzdem nochmal. Hier bin ich falsch. Wo waren die? Wo waren die? Die war hier unten. Du hier. Ja. Gegenstand kaufen. Oh, hey, sie hat doch den Speckstein. Den brauche ich auch noch. Kostet 500. Her damit. Brauche ich, um Koop zu machen. So, wo waren hier jetzt nochmal? Da. Ah, Schlüssel zum baufälligen Turm. Also den brauche ich. Okay, für 20.000. Ja. Klappe zu. So, jetzt gehen wir aber nochmal hier nach draußen. Denn da kann ich ja links und rechts auch nochmal hier vorbeigehen. Wobei, links vielleicht... Oh, geht doch. Weil ich muss hier ein bisschen auf die Gegner achten, die hier wahrscheinlich jetzt wieder respawned sind. Nicht, dass die mir hier irgendwie in den Rücken fallen. Bestie voraus. Ah, Tatsache. Ja, danke für den Tipp, ey. Sehr gute Nachricht. So, da stand aber noch jemand da hinten. Wer bist denn du? Du siehst nicht so... Okay, den kann ich nicht anvisieren. Na, dann quatschen wir mal. Poor Richard Souls. Be they Lord or Legend. Ich hoffe nur, das war jetzt nicht dein Hund, den ich getötet habe. Das würde mir wahnsinnig leid tun. Okay, du lauerst auch nicht viel. Kann ich mir dein Schwert nehmen? Brauchst du das noch? Sieht nicht so aus, oder? Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Glut! Glut, das ist ja jetzt im Prinzip das, was die Menschlichkeit ersetzt. Genau. Steigert Trefferpunkte bis zum Tod. Kein Unempfachter kann jemals wahrlich die Glut sein eigen nennen, die in der Brust eines Meisters brennt. Weshalb sie sich so leidenschaftlich nach Wärme sinnen. Erhaltet die Stärke der Flamme, bla bla bla. Mit der Stärke des Feuers wird das Rufzeichen eines Unempfachten sichtbar. Und nach Glutsuchende können gerufen werden, um zusammenzuarbeiten. Na Vorsicht, Glut kann auch Eindringlinge anlocken. Ja. Heißt also, man kann dann invaded werden. Was nicht so geil ist. Aber dafür hält man ab mehr aus. Und kann auch andere herbeirufen zur Hilfe. Und das wiederum ist geil. Also, ein bisschen so eine, ja, Gewinn- und Verlustsituation. Außer natürlich, man will ein PvP machen, dann ist es eine Win-Win-Situation. Ha, was macht denn ihr hier? Ich wusste doch, dass ihr hier noch irgendwo seid. Sonst noch wer? Juik, noch mehr Glut. Wo komme ich hier hin? Nirgendwo hin. Oh, da kann ich noch weiter. Nee, da will ich nicht runter. So, wird mich hier wieder irgendwer attackieren? Nein, hier liegt nur eine Leiche. Mit einem schönen Heimatknochen. Ja, dankeschön. So, dann jetzt mal hier nach oben hin weiter. Was hast du mir zu sagen? Versuch parieren. Versuch parieren. Das wollte ich mir ja gar nicht angucken. Ein Blutfleck wollte ich mir angucken. Was macht denn der? Naja, sterben. Das ist mal klar. Okay, ich glaube, das ist kein normaler Gegner. Das ist ganz bestimmt kein normaler Gegner. Hehehe, habe ich dir voll einen reingezwiebelt. Und nochmal. Ach, Penner. Au. Der macht Blutungsschaden. Oh oh. Das Gute ist zumindest, dass er... Ah, shit. Und ich wollte gerade sagen, das Gute ist, dass er von meinen Schlägen unterbrochen wird. Hat mir jetzt aber in der Situation auch nicht wirklich viel gebracht. Bitte mal heilen. Ja, wow, das habe ich jetzt aber viel geheilt. Meine Fresse, ey. Wieso war das jetzt so wenig?
What the shit? Oh, er steht mit dem Rücken zu mir. Das ist ja mal praktisch. Ach, und jetzt muss er sich unbedingt umdrehen, hä? Au, au. Oh, oh. Ich stehe hier ganz ungünstig. Komm schon, dreh dich nochmal um. Ich heile mich in der Zwischenzeit. Ach, jetzt kommt die Mädchen nachgelaufen. Du bist ja ein mieser Sack. Oh, oh. Bitte meine Ausdauer zurück. Ich glaube irgendwie, ich habe das Gefühl, ich werde gegen den Typen sterben. Hehe. Na, fuck you. Na, schlag. Schlag. Ach, doch nicht so. Oh, ja, natürlich. Okay. Leck mich doch am Arsch. Ich hoffe einfach mal, der kommt hier nicht rein. Und da ist mein letztes Flakon weg. Ja, okay, den Typen spare ich mir definitiv mal für später auf. Alles klar, alles klar. Na gut. Zauber einstimmen kann ich ja sowieso nicht. Ich habe, glaube ich, keinen Slot. Na, ich habe einen Slot, aber noch keine Zauber. Lagerkiste. Knochensplitter werde ich wohl auch keine haben. Nee, na dann. Auf zum neuen Gebiet. Auf zu den hohen Mauern von Lothric. Alles klar. Gut, das erste richtige Gebiet. Denn das hier bis jetzt war ja eigentlich im Prinzip... Ja, es war Tutorial im Prinzip. So ein bisschen. Der Boss war jetzt auch nicht so das Mega-Problem. Nachdem man mal wusste, was einem nach der zweiten Hälfte erwartet. Aber dann war er easy. Ach, einen Bogen bräuchte ich auch noch. Heilige Scheiße. Was ich noch alles brauche hier. Mann, Mann, Mann. Das kann ich nicht mitnehmen. Ich schätze mal grob, ich muss hier nach draußen gehen. Na, mach auf. Ist ja nicht so schwer, die Tür. Hohe Mauer von Lothric. Ja, das sieht doch nett aus hier. Der wahre Kampf beginnt. Oh ja. Ah, da unten ist ein Leuchtfeuer. Aber vorher hier mal durchgucken alles. Vielleicht verbirgt sich hier oben ja schon irgendwo ein Geheimnis, wer weiß. Sieht mir aber nicht danach aus. Na, dann gehen wir nach unten. Hm, wenn ich hier hochgehe? Nix. Ach, Bullshit. Habe ich hier gerade jemanden gehört? Nee, okay. Das hier machen wir mal bitte an. Dankeschön. Okay, da unten sitzen schon ein paar, die alle irgendwie am Beten sind. Ach, da hinten liegt ein Drache. Ja, sehr schön. War ja sowas von klar, dass da auch wieder einer hier sein muss. Hui, da ist einer. Ey, 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 Junge. Wolltest du mich echt überraschen, hä? Du mieser kleiner Sack. Rufsymbol berühren. Soul Eater. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ist das ein anderer Spieler oder ist das ein NPC? Bin ich mir bei dem Namen jetzt nicht so wirklich sicher, muss ich sagen. Hier ist nix. Okay, nur wo gehe ich denn jetzt zuerst? Gehe ich jetzt zuerst da nach hinten oder gehe ich da nach unten zum Drachen? Also da nach unten. Hä. Naja. Nimm mir mal den Weg ohne Drachen. Kann ja nicht so mega kompliziert sein. Hallo? Hunde? Da könnte ich auch runterspringen. Ich muss jetzt aber mal ein bisschen auf die Hundis hier aufpassen. Die werden mich sicherlich gleich attackieren. Ob ich es nicht gewusst hätte. Ah, da hinten kommt noch einer mit einer Hellebarde. Ja, geil. Du bist aber ein bisschen größer als dein Kollege, oder? Hältst aber auch nichts aus.
Mach's gut. Tschüss, Hundi. So, was ist mit den Typen hier eigentlich? Anvisieren kann ich sie nicht. Na, dann lassen wir sie mal im Frieden. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Angst momentan vor dem. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass mich hier gleich... Oh, shit. Wollte eigentlich sagen, dass mich hier noch irgendwas von hinten überraschen wird jetzt. Hoppala. Na, kein Ding. Rufsymbol? Da kann ich noch jemanden beschwören. Lily Neveu. Bei dem Namen bin ich mir jetzt auch wieder nicht so sicher. Ist das ein PC oder ist das ein Spieler? Ach Gott. So. Oh, da steht ja auch einer. Hallo, wo kommst denn du her? Zum Glück hast du mich noch nicht vorher gesehen. Ne, 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 ne. Hui, das kannst du also auch, hä? Aber guck mal, was ich kann. Ich kann dich einfach so weghauen, hä? Sackgesicht. Soll ich zuerst hier nach unten gehen? Nee, ich gucke zuerst hier nach oben. Bin ich ein bisschen neugieriger, was mich hier erwartet. Hallo, hier sind wieder die Typen. Ach, und da schießt einer. Sind hier noch mehr Gegner, die aggressiv sind, oder ist das nur der eine? Das sieht mir irgendwie nur nach den einen aus hier, oder? Na gut. Nee, du Penner gehst natürlich auch mit. Oh oh. Okay. Das war ja sowas von klar, dass irgendein Scheiß passieren wird da oben. Das sieht ja genauso aus wie das, was beim Boss war, mit dem sich der transformiert hat auf einmal. Oh Mann, oh Mann. Oh, oh, hi, ha, hui. Mann, jetzt wäre ein Bogen praktisch. Da könnte ich da einfach hochballern und das wäre alles kein Problem. Ach Gott. Naja, es muss eben sein. Es muss nun mal... Ja, Alter. Ich jetzt mal... Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, ey. Ich sehe nichts mehr. Wo bin ich denn? Ich glaube, anvisieren ist bei dem Gegner nicht so wirklich mega geil. Wo sind denn jetzt die Stufen? Da sind die Stufen. Oh. Mann, 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 ey. Wo steht er denn? Da ist er. Und tschüss. Und tschüss. So, beruhig du dich jetzt mal wieder. Dann können wir weiterreden. Wenn du ruhig bist, dann können wir eine vernünftige Konversation führen. Aber vorher werde ich es gar nicht probieren. Sind wir cool? Ich glaube zwar nicht, aber naja, was soll's. Ich habe keine Ausdauer mehr, deswegen verpisse ich mich wieder schnell. Okay. Okay. Au. Ja, fall doch mal um. Ach echt, im Ernst, jetzt bin ich gestorben. Was für ein Scheiß. Ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass ich den noch schaffe. Aber das war ein Bullshit. Das war megamäßiger Bullshit. So viel möchte ich nur mal verraten. Aber den können wir schaffen. Den können wir packen. Ups, ich sollte aber jetzt besser nochmal hier nach oben gehen. Und mich noch schnell um den hier kümmern. Wenn ich nicht ganze Zeit gegen die Mauer hauen würde, wäre das auch praktisch. Mann, 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 ey. So,
So, da kommen wieder die Hunde. Die gehen mal weg. So, Hundi, Hundi, Hundi. Drei Schläge braucht der. Der andere braucht, glaube ich, nur zwei, wenn ich mich richtig erinnere. Du, geh auch weg. So, wo bleibt denn der zweite Hundi? Komm her, her. Oh, nicht umdrehen. So, erledigt. Dann noch schnell mal den helle Bademann machen. Oh, da kommt schon der Axtmann hochgestolpert. Nein, den will ich nicht anvisieren. Ach. Ja, ihn möchte ich anvisieren. Dankeschön. So, der weg. Oh, eine Titanitscherbe. Dankeschön. Zwar nur eine kleine, aber für den Anfang ist das mal gar nicht so übel. Na, mach irgendwas. Ja, das ist gut. Da. Noch eine Titanitscherbe. So, jetzt gucke ich aber mal nicht gleich da nach oben. Jetzt gucke ich zuerst mal noch hier nach unten. Was hier noch ist. Ja, natürlich stehst du auf. Was denn sonst? So, du hast für mich eine Seele. Okay. Ich schätze mal grob, dass sie wird dann mal irgendwann ein Shortcut sein. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Na, dann gehen wir aber jetzt nochmal hier nach oben und probieren den Motherfucker nochmal. Jetzt weiß ich ja, welcher Typ das ist, der sich hier transformiert. Deswegen könnte es ja theoretisch möglich sein, dass ich den einfach vielleicht vorher weghaue. Hier einfach mal so um den bescheuerten Bogenschützen-Heini herumlaufe. So, und ich mache euch sicherheitshalber einfach alle weg. So, dann spawnt hier erstmal gar nichts. Ist doch geil, hä? So läuft das doch. Und da haben wir einen Langbogen und Pfeile dazu. Bei der Statue hier kann ich grob geschätzt mal nichts machen. Und das stimmt. Hier ist auch nichts. Wie sieht's hier aus? Auch leer. Versteckte Wand? Nein. Das hier geht wohl auch nicht kaputt. Auch nicht. Ah, verdammt. Dann war's das hier schon. Haben wir das, was hier zum Absnacken war, nämlich der Langbogen. Ja gut, dann können wir in die andere Richtung, Richtung Drache gehen. Und ich würde sagen, das erleben wir dann in der nächsten Episode von Dark Souls 3. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.